Hallöchen, meine Lieben! Hallöchen! Wie man unschwer erkennen kann, gibt es einen neuen Action Hall. Wir waren gestern im Action, wir haben einen neuen Marathon gemacht. Letztens gab es ja schon diesen Action-Marathon, vier Action an einem Tag. Wir wollten heute auch vier, beziehungsweise gestern war es ja, auch vier Action an einem Tag, aber wir haben dann doch nur drei geschafft. Das war recht spät. Und die Taschen waren auch schon voll und somit haben wir nach dem dritten Action dann abgebrochen. Aber einen Action-Marathon gab es, wie man sieht, ja irgendwie trotzdem. So, da ist ein bisschen viel bei rausgekommen. Aber was soll's. Mit den Preisen weiß ich jetzt nicht, ob ich das hier auf die Schnelle alles finde. Es ist doch ein bisschen groß, der Kassenzettel. Aber soweit wie ich die Preise. Oh Gott, erstmal hinsetzen. Das ist so voll die Couch, dass ich fast von der Couch falle. Soweit ich die Preise erkennen kann, werde ich sie euch auch nennen. So, ich muss jetzt mal ganz kurz mich vorbereiten. Das Ding ist, ich weiß ja, wo ich die Sachen gekauft habe und dementsprechend findet man es dann ja irgendwie doch ganz schnell wieder. So. Fangen wir damit an. Das habe ich ganz, ganz neu entdeckt. Und zwar ist das getreidefreies Hundefutter. Das ist, sonst hatten wir immer das andere. Das war irgendwie nicht so die Bombe. Und Lotta ist halt sehr empfindlich. Lotta verträgt, wie man sieht, ich habe wieder das Licht an. Ich muss, es ist sonst hier zu dunkel. Lotta verträgt kein Getreide und hat da echt Probleme dann. Und da haben wir das hier gefunden. Das ist ganz neu. Das ist mit frischem Hähnchen. Wie gesagt, getreidefrei. Besteht aus 42,5% Geflügelhuhn. Also ich finde es ganz cool. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Preis schon genannt habe. 2,39 € für 750 Gramm. Zum Testen fand ich es ganz gut. Und wie man sieht, es ist schon offen. Der Hund steht drauf. Und zwar so der, dass er mitten in der Nacht uns alle aus dem Schlaf gerissen hat, weil sie gefressen hat. Das war so laut. Sind alle wach geworden. So, weiter geht's damit. Finde ich ganz genial. Muss irgendwie auch immer mit. 1,12 € vier Stück. Ja. Ich bilde mir ein, es ist günstiger, als wenn ich hier bei Lidl für 3 € irgendwie 8 Stück kaufe. Ja, ist auch besser. Von daher, ich fange an, Blödsinn zu labern. Wir machen mal weiter. Damit, auch die müssen immer mit für Kinder. Die kosten 69 Cent. Mein Anreicher reicht mir hier alles an. Was auch immer mit muss, sind diese Lucky Bites in Chicken. Hähnchen, nee. Stopp. Ente verträgt sie nicht. Es gibt Duck, Ente, es gibt Salami, es gibt Hähnchen. Und dieses Ente verträgt sie halt nicht, ne? Deswegen Salami oder Hähnchen. Es waren die letzten beiden. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, die waren auch durchgestrichen. Die gehen wieder raus. In einigen anderen Filialen habe ich sie zum Beispiel gar nicht gefunden. Weiter geht es damit. Das hat die Lara sich gestern gekauft. Lasst mich gucken. Das ist ein Zauberrubbelblock. Der kostet 99 Cent. Da kann man, ich, oh Gott, ja. Da kann man, ich zeige euch das eben. Ich gucke hier immer so halb durch die Kamera. Die ist so weit oben diesmal. Da kann man nämlich, wenn man, kennt man bestimmt von früher noch, wenn man da mit einem Bleistift drüber rubbelt, dann kommen da die Bilder. Haben wir früher ja irgendwie alle immer mal gemacht. Dann machen wir weiter. Damit. Die haben nicht. Huch, jetzt fallen mir alle Kassenzettel runter. Das wird wieder so ein komisches Chaos-Ding. Die haben nicht alles überlebt. Ich muss eben schauen, wo wir das gekauft haben. Dann weiß ich auch, wie teuer das war. 69 Cent Twister Mix Paprika. Wir hatten Hunger. Es war schon abends um 7 oder so. Und weil da nichts weiter in der Nähe war, haben wir mal schnell ein paar Chips mitgenommen. Dann geht es damit weiter. Lara hat sich Bleistifte gekauft, passend zu diesem Block. Ich will nicht lügen, aber ich bin der Meinung, dass diese Bleistifte mal, als ich sie schon mal gekauft hatte vor Monaten, 39 Cent gekostet haben. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe die damals für 39 Cent gekauft. Das weiß ich eigentlich fast sicher. Jetzt kamen die doch in der Tat. Mensch, ich bin hier die ganze Zeit vom Handy weg. 69 Cent. Ach Mann, mir fallen ja alle Kassenzettel runter. 69 Cent kosten die jetzt. Also ich finde schon, dass das sich teurer geworden ist. So, dann mussten natürlich auch kleine Radiergummifigürchen mit. Das sind kleine Seerobben.
Die sehen irgendwie komisch aus. Die haben ja gar keine Augen. Doch, Ach da doch. drinnen. Da ganz hinten. Ja. Kleine Seerobben. Radiergummichen. Für 39 Cent. Ich weiß gar nicht, ob ich die Preise schon genannt habe jetzt. Weiter geht es. Ich muss jetzt hier anfangen zu sortieren, weil ich nicht weiß, was ich zuerst machen soll. So, weiter geht es damit. Habe ich zum ersten Mal gesehen. Fand ich ganz genial. Will ich mal ausprobieren. Ich bin ja im Moment eh so auf so einem Duschgel-Trip hier. Will ich mal ausprobieren, ist lauter natürliche Sachen. Finde ich genial. Und zwar Körperpeeling, Duschgel, Körperbutter, Bathfizzer ist, glaube ich, die Badekugel und ein Schwamm. Finde ich genial. Musste mal mit. Preis weiß ich jetzt nicht. Dann geht es, ja, geht es damit weiter. Das ist eine komplette Serie. Die habe ich jetzt zum ersten Mal komplett bekommen. Ich liebe die ja total. Bin ja da der Mega-Fan. Jetzt sind hier ein paar Hundehaare dran. Ich versuche... Oh, das riecht bis hier, ne? Das ist genial. Was ist denn das? Ist das die? Ja. Oh Mann. Ja, das ist eine komplette Serie. Ich versuche das mal irgendwie so in die Kamera zu halten. Das ist eine Limited Edition. Ich liebe es. Und zwar haben wir hier links ein Peeling-Duschgel mit Tee-Extrakt und Vitamin A. Hier haben wir Sea Salt Body Scrub. Ich glaube, Meersalz Körperpeeling ist das. Ja, ich denke schon. Dann haben wir hier ein Duschschaum und eine passende Bodylotion. Ich finde, das riecht so, so geil. Und weil ich es so toll fand, musste es nochmal mit. Ich weiß jetzt gar nicht, die Preise irgendwie, keine Ahnung. Und weil es so wunderschön ist, gleich nochmal ein Bodylotion dazu. Es wird voll, es wird voll. So, es wird... Also so XXL ist das ja nicht, wa? Also noch nicht. Es kommt noch, kommt noch. Seid gespannt. Dann habe ich dieses gefunden. Es gab ganz, ganz viel davon. Ich glaube, 6 verschiedene gibt es. Das ist... Hier steht Gravurset. Hier fliegen jetzt gerade Hundehaare rum. Hier steht Gravurset. Das ist aber... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das sind Kratzbilder. Da haben wir ein Tiger, Pferdchen und Blümchen. Und zwar ist das Gold. Die gibt es in Silber und in Gold. Jeweils 3 verschiedene, glaube ich. Und ich fand diesen Tiger so toll. Und deswegen musste das mal mit. Der kam 94 Cent. Auch ganz neu. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Das müssen wir mal anbauen. Also, irgendwie ist ja auch eigentlich Wurst. Dann machen wir da. Weiter fand ich auch wunderschön, gerade wenn man mal so Notizen macht oder was auch immer, ne? Schön im Geschenkset verpackt. Da haben wir hier einmal Mintgrün, My Thoughts, meine Gedanken. Finde ich genial, die Farbe. Und einmal Great Ideas in Marmoriert. Wie sieht man das? Das ist so schön. Das ist ja halt ein Buch, ne? Mit so Gummi. Und ein passender Stift, der dann hier auch an der Seite in diesen Stiftehalter rein kann. Ich finde das genial. Wunderschön, musste mit. Ich bin so leicht in Kaufrausch verfallen gestern. Aber das ist nicht schlimm. Macht gar nichts. Kann man immer mal alles irgendwie gebrauchen. So, und ich brauche sowieso alles. Von daher machen wir mal damit weiter. Auch das habe ich bei Bianca im Video gesehen zum ersten Mal. Vorher auch nicht. Das ist so ein Wimpelketten-Set. Erstellen Sie Ihre persönlichen Wimpel mit eigener Nachricht. Sind halt verschiedene Buchstaben drin. Hier sind Haare dran. Die man dann nebeneinander mit dieser passenden Schnur, die dabei ist. Hier sind Löcher. Die macht man dann, ne? Da macht man... Boah, ich bin heute Wortfindungsstörung und so. Voll im Sonntagsmodus. Da sticht man halt dann die Löcher durch und dann kann man die Schnur da durchfädeln und hat dann eben, wie gesagt, diese Wimpelkette, die man sich mit eigenen Buchstaben, wie man es gerne hätte, selber machen kann. Die kam 99 Cent. Dann geht es damit weiter und ich glaube auch, dass, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es gekauft habe, ich habe immer nebenbei hier noch meine Kassenzettelchen.
Ich bin gleich soweit. Nee, da habe ich es nicht gekauft. Da auch nicht. Was wurde zum ersten? Beim ersten, ja, den habe ich gerade. Juhu. Nee, im ersten habe ich es nicht gekauft. Im dritten aber auch nicht, wenn dann im zweiten. Auch nicht im zweiten. Was geht denn hier? Das ist ja witzig. Habe ich jetzt gar nicht bezahlt, oder was? Das ist ja lustig. Ich habe zweimal das drin. Habe ich gar nicht zweimal gekauft. Ach nee, da gab es hier gar nicht. Ja, ich bin hier ein bisschen durcheinander. Ich glaube, die kamen 99 Cent. Ich habe sie aber nirgendwo drin stehen. Ach doch. 98 Cent habe ich tatsächlich im ersten gekauft. 98 Cent. Diese schöne Perlenkette. Spiralkette. Das ist genial. Das ist hier dieses, wie diese Perlentiere, die man immer machen kann. Und ich habe nie verstanden, wie es funktioniert. Vielleicht verstehe ich ja jetzt endlich mal. Das ist auch recht schwer. Finde ich genial. Dachte ich, kann man ja mal mitnehmen. Dann habe ich gefunden, es ist der Hit. Ich weiß gar nicht, wie lange ich darauf gewartet habe. Ja, das ist unglaublich. Es gab aber auch nur die beiden verschiedenen. Die anderen waren weg. Es gibt ja insgesamt acht. Mich hätte ja die hier noch interessiert und auch die. Aber egal, scheinbar scheinen die ja jetzt endlich mal bei uns auch angekommen zu sein. Die kosten 89 Cent. Und die sind halt so mit eckig und Herzchen und rund. Rund sind sie ja immer gewesen und jetzt ist halt so viereckig und Herzchen. Bei uns in Berlin sind die neu und dementsprechend ist das auch ein Riesenerlebnis, dass sie überhaupt noch angekommen sind, hat ja keiner mehr mit gerechnet. Einige Sachen haben es ja nach Berlin überhaupt nicht geschafft. Dann habe ich diese Schätzchen gefunden. Die gibt es in sechs verschiedenen Sorten, ist mir aufgefallen. Davon dreimal in Gold, Silber, Bronze. Ich weiß gar nicht, wie die Farben waren. Dieses Gold, Silber, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt dran denke, blende ich euch Rosa. mal ein Bild von allen ein. Ich musste eben auf die Uhrzeit gucken, damit ich, also die Minutenzahl, damit ich am Ende nicht so lange suchen muss. Ja, wenn ich dran denke, ich habe ein Bild gemacht von allen. Dann blende ich euch das ein, dann könnt ihr mal alle sehen. Die kosten 1,44 € und ehrlich gesagt habe ich sie auch nur gekauft wegen den Stempelkissen, weil die Regenbogenfarben oder wie auch immer Farbverläufe haben. Und mit den Textstempeln von Action finde ich das, glaube ich, ganz geil, wenn das halt so in verschiedenen Farben am Ende gestempelt ist. Ja, 1,44 € finde ich. Mega schön, auch ganz neu. Dann geht es damit weiter. Auch diese sind neu. Die kosten 1,09 €. Das sind Kartenblöcke. Da kann man sich Karten draußen machen. Ich fürchte, der Haul wird heute etwas länger. Haben wir? Ist das schon das vorletzte Lager? Ja. Echt? Na ja, dann. Da haben wir einmal dieses. Ich möchte das jetzt ungern durchblättern. So ein bisschen maritim gehalten. Hinten sieht man, was man daraus machen kann. Da haben wir ganz viele maritime Karten, die ich persönlich sehr, sehr schön finde. Man muss es auch gar nicht als Karten oder für Karten benutzen. Man kann es ja auch anderweitig nutzen. Dann haben wir diesen hier. So ein bisschen Schrift. Sieht dann so aus. Mit verschiedenen Sprüchen. Und dann haben wir hier mein Favorit, diesen mit ganz, ganz vielen tollen Sprüchen. Mag ich sehr, sehr gern. Ist jetzt auch endlich oder endlich, naja, so lange gibt es ja noch gar nicht. Also ich muss sagen, diesmal war Action echt, also unser Berliner Action echt wirklich sehr, sehr schnell. Was das angeht, weil sonst sind die immer unglaublich langsam. Man sieht irgendwo die Sachen in Action Halls von weiß ich nicht wo und die haben das manchmal schon 6 Wochen früher als wir. Aber und jetzt kommt der Hit, worüber ich unglaublich überrascht war.
Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich gestern losgefahren bin und warum ich diesen Marathon hingelegt habe, war, dass es in der Tat bei uns in Berlin Stanzen gibt. Wir gucken uns die gleich zusammen an. Es sind eine ganze Menge. Ich stand da mit einer Mutter und ihrer Tochter, die waren auch am Stanzenregal beschäftigt, beziehungsweise am Stanzenfach, und sortierten, was sie brauchen, was ihnen gefällt, was nicht. Und ich stand daneben und habe mehr oder weniger das genommen, was ihnen nicht gefallen hat. Aber das Gute war, dass die beiden einen ganz anderen Geschmack hatten als ich und somit haben wir uns super ergänzt. Ja, die waren auch sehr nett und sehr freundlich. So, wie dem auch sei, hier kostet eine Packung 96 Cent, wobei eine Packung hat 1,52 Euro gekostet. Habe ich auf dem Kassenzettel draufstehen. Da steht hier, ich habe es gleich, 1,56 Euro. Scheinbar haben die andere Preise, ist ja auch Wurst. Wir versuchen jetzt mal das weitestgehend durchzugehen, obwohl ich hier Dings anhab. Beleuchtung. So, da haben wir einmal dieses. Das ist hier irgendwie holländisch. Das interessiert mich auch überhaupt nicht. Mitgenommen habe ich es wegen, sieht man das? Ich sehe es selber nicht. Wegen diesem Pflaster mit dem Herz drauf. Finde ich so geil. Die Schrift da oben interessiert mich nicht. So, dann haben wir dieses. Kleine Vögelchen, Gießkanne, eine Raupe. Man sieht hinten immer noch mal, was es von dieser Serie gibt und was man auch damit machen kann. Dann dieses, finde ich persönlich mega schön, so eine kleine Wimpelkette. Ich versuche mal hier irgendwie aus dem Licht raus. Ich sehe selber nichts. Kleine Wimpelkette. Kann man ja auch bestempeln, denn, ne? Wie man hier sieht, also mega. Blumentöpfe. Ach, da gibt's. Ach, wie geil, da habe ich die ganze Serie. Sehe ich gerade. Das heben wir mal auf, zeige ich euch gleich. Dann Serie Wild African haben wir. Da wusste ich erst gar nicht, was das ist, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass das ein Giraffenkopf ist. Mega. Federn finde ich auch mega geil. Es gibt so verschiedene Serien davon. Ach, ich sehe gerade, da gibt es verschiedene Federn. Verschiedene Serien. So, das gehört auch dazu. Das gehört hier zu der Serie, die ich eben hatte. Das sind so kleine Bärchen. Bären. Vogelbären oder so. Dann haben wir hier auch eine Serie. Und zwar Schlitten. Winterserie. Blendet das? Siehst du was, Lara? Ich sehe hier, ich muss mich verrenken, um in den, durch die Kamera zu gucken. Blendet? Doll oder geht? Geht, wa? Man sieht mich? Mich sieht man? Ein bisschen. Oh mein Gott, man sieht mich. Ist ja gruselig. Die Hautfarbe. Man sieht meine Hautfarbe. Tatsächlich, da bin ich. Oh mein Gott. Passend, passend dazu den Stern. Gott, das wird echt lang jetzt hier. So, ich gerade. Ich habe dazu aber noch. Wo ist denn der Rest davon? Nee, wir hatten drei Weihnachtssets. Warte schon? Nee. Ach da. Und Teil 3 davon sind dann die Schlittschuhe. Dann haben wir die Fische. Die finde ich ja so mega. Mein Vater, der angelt leidenschaftlich. Und Lara meinte, Mama, 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 für Opa, wir müssen die Fische mitnehmen. Ach, hier gibt es sogar noch das Boot dazu zum Angeln. Ist das geil. Fische. Dann kann man hier Windmühlen, kleine Windmühlen draus machen. Finde ich auch mega. Sieht dann irgendwie so aus. Küchenmaschine sieht aus wie eine KitchenAid. KitchenAid oder wie auch immer man das ausspricht. Hier sieht man dann halt immer, was es uns dem Set alles noch gibt. Ne? Eine Uhr. Finde ich auch super. Und jetzt sehe ich gerade, da gibt es noch ganz, ganz viele Uhren. Eine Sanduhr, eine Stoppuhr, ein Wecker. Wie gesagt, so viel Auswahl war nicht. Ich habe halt die mitgenommen, die mir gefallen haben. Hier haben wir, sieht man das, Sonnenblumen. Drei verschiedene Sonnenblumen, die aneinander hängen, Blätter und die passenden Inlets hier diese für die Sonnenblumen. Und davon. Ah, Lara. Ich glaube. Halt das mal fest, da gibt es ein Set. Dann haben wir hier ein Buddha. Prinzessinkrönchen und Spiegel. Lara, sieht man das? Ich sehe nichts. Heute hängt die Kamera so hoch. Lara steht neben mir, die sieht besser wie ich. Ein Pelikan.
Dann, das finde ich ganz interessant. Das ist so ein, der schneidet dann halt hier so Löcher rein und dann kann man, sieht man das, da Fotos reinschieben. Ich finde das für Mini-Alben ganz, ganz geil. Dann dieses, das ist auch passend zu diesem Set, was ich hier habe. Dann haben wir hier, genau, das passt zusammen, genau das meine ich ja. Dann haben wir hier eine Bordüre. Wartet mal, ich muss mal was an der Kamera ändern, sonst habe ich danach gleich Rückenschmerzen. Warte mal, ich drehe das mal eben hier. So, ich habe jetzt die Kamera hier mal ein bisschen runtergeholt, weil ich kriege hier sonst echt Rücken. Weiter geht's damit. Das Kameralicht konnte ich jetzt leider nicht ausschalten. Das hätte ich nochmal komplett neu anfangen müssen. Und das gehört nämlich zu dem Set. Wie man sieht, ist ja hier hinten dann nochmal alles zu sehen. Und dazu passend gibt es dann auch noch die anderen Cocktails. Also die gehören dann hier alle zusammen. Ich finde das so genial. Dann dieses, und ich glaube, das war das für 1,52 Euro. Und zwar hat man da eine ganz große mit mehreren Teilen und kann sich dann da eine Eule ausstanzen insgesamt am Ende. Das kann man jetzt, hier sieht es aus, als wäre es Filz und kann die sich am Ende dann zusammensetzen. Finde ich ganz geil. Ach, jetzt sehe ich gerade, dazu gab es die passenden Federn noch. Die habe ich aber dann nicht mitgenommen, weil ich dachte, ich brauche die nicht. Ist ja auch Wurst. So, jetzt ist die Kamera so weit unten. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich im Bild bleibe. Dann haben wir dieses. Finde ich auch wunderschön. Da gibt es dann auch, ich glaube, das gab es auch. Die gab es auch, aber die waren dann schon weg. Das habe ich noch bekommen und das finde ich sehr schön. Gerade so Cover für Mini-Alben oder auf Karten kann man Schüttelelement draus machen, was weiß ich. Dann dieses finde ich ganz geil. Happy Holidays. Dieses kleine Vögelchen. Und damit haben wir nämlich auch dieses Set komplett. Blumentopf, Blumen, Vögel und Beeren. Man kann ja die Beeren in dem Blumentopf oder die Vögel auf dem Blumentopf, wie dem auch sei. Also, ne, komplettes Set. Dann haben wir hier nochmal ein Set. Ja, das ist auch ein komplettes Set. Einmal dieses und einmal dieses. Sieht man ja dann hinten immer, was da noch dazugehört. Wir haben es gleich geschafft. Dann haben wir dieses Carpe Diem und Xoxo. Davon gibt es dann noch ein Herz. Ich glaube, das ist auch zusammen. Das habe ich aber nicht gesehen. Ein Herz und ein fliegendes Herz. Dann hier so eine Bordüre. Lauter Herzen. Sieht dann so aus. Oder auch so. Ich finde es ganz cool, dass hinten immer noch mal eine Dings zu sehen ist. Dann haben wir dieses. Ist ein Geburtstagskuchen. Finde ich mega schön. Da gibt es noch den Schriftzug Let's Party und Blumen, Quatsch, Luftballons und Dingsbums. Passend dazu habe ich diesen Schriftzug noch. Wir haben es gleich. Dann haben wir diese Bordüre. Finde ich auch super. Die sieht am Ende so aus. So niedlich. Diesen Weihnachtsbaum. Kann man auch was reinstempeln am Ende oder was weiß ich, per Hand was reinschreiben. Dazu gibt es, wie ich gerade sehe, auch, oh, der Tag ist schön, ein Tag, Weihnachtskugel, eine Weihnachtsglocke und, ich sag ja, Stempel. Das sind diese Stempel, die dann wahrscheinlich hier weiße Weihnachten da reinpassen. Finde ich geil. So, und die letzte, eine Tasche. Davon gibt es dann noch eine andere Tasche und Schuhe. Und einen Hut. Ja, ich habe zugeschlagen. 35 Stück sind es. Ich hatte für Bianca noch 8 mitgenommen. Die wollte auch noch welche. Ja, was soll ich sagen? XXXXXL Super Mega Hammer Haul. Mal wieder ein bisschen mehr. Aber ne, Weihnachten steht vor der Tür. Man braucht ja auch irgendwie mehr oder weniger ein paar Geschenkchen für den einen oder anderen. Ja, was soll's. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Action Haul. Und bis dahin wünschen wir euch heute, ist nämlich der zweite Advent, wünschen wir euch heute noch einen zweiten Advent und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.